Ja, wir sind hier beim dritten ordentlichen Bundesparteitag der Partei Die Basis, der Jungpartei Die Basis. Vor mir steht Viviane Fischer. Hallo Frau Fischer. Wie läuft es hier beim Parteitag? Ja, also es ist faszinierend. Wir sind hier heute am dritten Tag hier. Wir haben allerlei Dinge im Vorfeld schon entschieden, also vor dem letzten Tag jetzt hier. Unter anderem haben wir entschieden, dass die Partei an der nächsten Wahl zum Europaparlament teilnehmen wird. Also das finde ich ist sehr gut, weil wir wollen natürlich auch im Europaparlament dann eventuell auch ein gewisser Stachel im Fleisch sein und eben viele wichtige Fragen stellen können und auch haben natürlich auch die Möglichkeit, dann Unterlagen herauszuverlangen und so weiter. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt für uns. Sie waren ja im letzten Bundesvorstand, jetzt wird ja neuer gewählt. Der Dr. Föhmich war auch im letzten Vorstand. Können Sie da mal was zu sagen? Dr. Rainer Föhmich, einfach so, wie es läuft und so. Ja, klar, kann ich gerne was zu sagen. Also Rainer Föhmich, der hat ja zusammen mit mir die Doppelspitze gebildet. Ja. Er ist dann zurückgetreten, letztes Jahr schon. Und seitdem, also er ist weiter Parteimitglied, ist jetzt hier nicht anwesend. Im Moment hält er sich ja in Mexiko auf, wo er nach meinem Kenntnisstand auch momentan lebt. Also ist im Moment, glaube ich, gar nicht mehr in Deutschland unterwegs. Ach so, ja. Verstehe. Und Sie sind ja noch weiterhin ordentlich engagiert. Ist ja schön anzusehen, sag ich mal. Ne? Ich habe mal gehört, vor ein paar Monaten, hatte ich vorhin auch schon mal den Vorsitzenden gefragt, Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine sollten in die Basis eintreten. Damals war so eine Meldung, überleben die Basis oder sowas. Haben Sie da auch was von gehört und wie würden Sie sowas finden? Also ich habe da tatsächlich auch von gehört, allerdings haben wir keine Anfrage bekommen oder keinen Mitgliedschaftsantrag und auch waren da auch nicht jetzt im Gespräch. Also grundsätzlich finde ich es total gut, wenn kritische Stimmen sich verbinden und die Basis ist ja eine maßnahmenkritische Stimme und auch hat auch viele andere Fragen an das System oder an Strukturen und wünscht sich, dass da Dinge eben verbessert werden, sodass wir auch weniger im Griff von Lobbygesetzen und anderen dem menschlichen Zusammenleben ungedeihlichen Strukturen sind. Ich denke, da hat Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine haben auch ähnliche Themen und insbesondere natürlich der Frieden bewegt uns alle sehr und auch das Bemühen um gegebenenfalls diplomatische Lösung von Konflikten. Also da hätten wir schon einiges, was wir gut miteinander besprechen könnten. Ich habe jetzt allerdings auch gehört, dass Sarah Wagenknecht es gibt Gerüchte, dass sie auch eine eigene Partei machen möchte. Da weiß man natürlich nicht, wie sich das entwickelt. Aber wir hatten jetzt hier zum Beispiel auf dem Parteitag auch den Herrn Todenhöfer vorgesehen, auch als Sprecher und da, denke ich, können sich auch Synergien ergeben. Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass die außerparlamentarische Opposition sich bündelt, sich zusammenfügt, ob das dann unter dem Dach der Basis ist oder eben, was ich natürlich am meisten begrüßen würde, oder ob es eben in einer anderen Zusammenarbeit, Kooperation, gegenseitigem Stützen passiert, Allianzen, da wäre dann noch abzuwarten. Ja, dann ist so, hier ist ja sehr viel los, also die Wahl des zweiten Sprechers zieht sich, glaube ich, schon seit gestern hin, weil so viele Leute antreten. Ist ja Demokratie, Basisdemokratie wird hier gelebt. Wahrscheinlich schaffen Sie das ganze Programm gar nicht mehr jetzt so mit der Vorstandswahl und so, ne? Oder? Was sagen Sie? Ja, also da gibt es gewisse Sorgen. Ja, also wir haben gestern auch eine flammende Rede von Martin Schwab gehört. Ja, das ist ja unser Bundesschiedsrichter. Ja. Und irgendwie haben sehr viele Leute sich plötzlich aktiviert, nochmal zu, also ist meine Interpretation, ja. Ja, es mag auch andere Gründe geben. Also es gab ja die Möglichkeit, sich vor der Wahl schon zu bewerben, vorzustellen als Kandidat. Das haben auch einige Kandidaten wahrgenommen. Und andere haben sich jetzt, und das darf man nach den Parteien, Gesetz eben, haben sich spontan hier noch zur Kandidatur entschlossen. Und was ich da jetzt toll finde, also das ist in gewisser Weise problematisch, weil natürlich jeder Sprecher auch dann oder jeder Kandidat hat 10 Minuten Redezeit und man kann viele Fragen stellen und so. Das ist also, sagen wir mal, vom Zeitrahmen problematisch. Aber was ich wirklich toll finde, jetzt sind irgendwie nochmal so Menschen hochgekommen, die, wo man gar nicht wusste, was die für ein tolles Potenzial haben, weil die einfach vielleicht vorher gar nicht so sehr in Erscheinung getreten sind. Ja? Und wir haben flammende Reden gehört, ja, Bekenntnisse zu unseren 4 Säulen, ja, Machtbegrenzung, Achtsamkeit, Freiheit und Schwarmintelligenz. Und das ist wirklich, finde ich richtig beeindruckend. Da sieht man wieder so den alten Esprit, das alte Feuer in der Partei. Das finde ich wirklich sehr gut. Wir haben ja sehr viele jetzt auch so organisatorische Hemmschuhe gehabt in letzter Zeit, ja, und auch viele leider eben sehr viel Unruhe im Vorstand, weil ja doch viele auch zurückgetreten sind oder es dann eben auch strukturelle Probleme gab, um Dinge zu bearbeiten. Was ist eigentlich mit Wolfgang Wodak? Ja,
könntest es fragen, Wolfgang Wodak war ja auch im Vorstand, er ist irgendwann auch zurückgetreten leider, aber er ist weiter der Partei treu, ist weiter in der Partei, engagiert sich da auch. Und ich glaube, also wie gesagt, da denke ich, da kommt eine gute, kommt ein Schwung an dynamischen, engagierten Menschen. Ja. Alles klar, vielen Dank, Frau Fischer. Ja, sehr gerne. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play, praise with it.